Was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Wir sind wieder am Start unserem freundlichen Clan, auch nach der letzten kurzen, relativ kurzen Folge, wenn ich ehrlich bin. Gut, wir haben noch die eine lange Folge mit den Alligatoren gehabt, die ging knapp eine halbe Stunde. Ich hatte ja Spaß daran. Aber heute sollen wir oder wollen wir ein bisschen. Ich habe ein Cabrio. Heute sollen wir wieder jemanden umbringen, und zwar August Bullock Perotta ist der nächste, beziehungsweise auf der Liste, beziehungsweise das nächste Opfer auf unserer kleinen Liste. Mal gucken, was ich drin auf die Schnelle hinbekommen. Wir haben noch einen Schaden von $42.200. Moment. Ich frage, jetzt gehört das dazu? Da liegt Geld rum. Ich hoffe, dass wir jetzt keine Gegner haben hier. Doch. Moment. Verdammte Rotze. Lass mich raten. Verdammt, ich kann mich nicht bewegen. Ich schneide. So schlafe ich dich, nicht so. So. Hab einen Mann verloren. Alle verfügbaren Einheiten. Scheiß Kopf, Alter. Über einen bewaffneten Schwarzen männlich im Dorf. Ich hasse, wenn das. Kann ich hier. Ja. Burke sagt, du kannst mir helfen, die Bullen bei Laune zu halten. So. Stimmt das? Na logisch. Ich bekomme gerade erst ein Gefühl dafür, wie sie die Dinge auf diesem Revier handhaben. Aber ich kann immer noch Sachen arrangieren. Ich verdrückt. Ich sitze fest. Ja, du bist auch jetzt. Reicht's mir. So. Ich glaube gar nicht, weiß gar nicht, ob das tatsächlich hier für uns ist. Nehmen wir die Kohle komplett mit hier. Was eigentlich der einzige Plan, der eigentliche Plan an der Sache war. Zack, zack, zack. So, die Kohle mitnehmen. So, dann haben wir zumindest da auch ein bisschen Ruhe. Ich weiß nicht, wofür das jetzt gehört. Das kann sein, dass es so ein Zwischenlager einfach war. Gut. Nein, ich will meine eigene Waffe wieder werden. Ich nehme die wieder mit. Nein, diesmal geben wir keine. So. Er hat einen von uns erwischt. So. Och, fahren wir einfach mal wieder. Das war keine Absicht. Vito sagt, du könntest mir helfen, meine Kohle an einen sicheren Ort zu bringen. Aber sicher, Kumpel. Jeder Freund von Vito ist auch mein Freund. Bin sofort da. Kann ich dir vielleicht was abnehmen? Wehe, du verlierst das. Unser Geschäft ist hiermit abgeschlossen. Die Kohle nehmen wir mit. Sicher ist sicher, dass wir da einfach jetzt gerade mal ein bisschen Ruhe haben. Noch eine Runde zu
Kommt doch alle rum am Wochenende. Wir freuen uns auf euch. Ich habe ihn! Hier drüben! Nice. Stirb endlich, Arschloch! Hab ihn im Visier! Fuck you! Weil ich nicht gleichzeitig heilen und draufschlagen konnte. Wie viel sind die denn jetzt gewesen? 4, 5 oder was? Och, Leute, ey. Gut, ich habe jetzt ein bisschen Kohle eingenommen. So, dann müssen wir das nochmal halt versuchen. Aber ich habe ja nur 17 Dollar verloren, weil ich ja Glück habe, weil ich ja glücklicherweise mal kurz aufgeräumt habe. So, den holen wir noch, den Typen. Gott sei Dank, wir haben jetzt 13.000 wieder auf dem Konto. Nächstes Mal mache ich das jetzt anders. Ich erschieße den Typen direkt, wenn er um die Ecke kommt. Ohne da jetzt irgendwie groß Aufsehen zu erregen. Und dann nehme ich seine Bude so auseinander. Klatsch. Totes Arschloch auf 12 Uhr. Wo kann ich nicht sterben? Ich habe meinen Mann verloren. So, haben wir jetzt Ruhe? Hilfe! Zeit zu sterben, Arschloch. Da drüben, mach ihn platt! So. So. Aufgeräumt. Dann machen wir mal die ganzen Sachen kaputt.
nächste Automat kaputt. Dann machen wir hier noch ein bisschen was kaputt. Dann sind hier noch zwei. Komm, die kriegen wir doch noch hin. Wenn wir jetzt 2.500 pro Dings bringen, zack, der nächste. Aber 50.000 ist viel Geld. So. Genau, dann nehmen wir jetzt die Kohle noch ab. Zack. $1.000, wow. Respekt. Haben oder nicht haben, ne? 1.250 wieder. So, hier haben wir noch irgendwo zweimal Geld. Da. Haben oder nicht haben. Hier ist auch nochmal eine Stange Geld. $1.250. Und schon haben wir nur noch einen Teil davon. Super. So, genau das, was ich eigentlich die ganze Zeit gemacht haben wollte, haben wir jetzt geschafft. Ich sage, wir versuchen es in dem Bereich. Hey du. So. So, bauen wir das mal eben ein. Da ging noch so ein Punkt. Wir sprechen uns nach. Wo hat er sich verkrochen? Lass den Nigger nicht entkommen! Klack. Ich kann keine Zeuge brauchen. Nö. Komm, nehmen wir die mit. Sicher, sicher. So. Was sind denn? Ach, hier sind die Automaten. Die wollte ich eigentlich die ganze Zeit gemacht haben. Den Schaden nehmen wir den auch noch mal mit. Okay, das muss ich mir näher ansehen. Gut. Das war der Plan an der Sache. Das Diner ist einmal kurz auseinandergearbeitet worden. Super. So, was haben wir denn noch an Zielen? Also nur so kleine Punkte noch, ne? Dann nehmen wir die mit. Dass die Straßenspiele auffliegen. Das machen wir doch Step by Step. Ach, das gibt nämlich Geld. Es fehlen nämlich nur noch $11.000. Aus dem Weg. Elender Tempel! So, und diesmal holen wir unsere Freunde. Würde ich mal so sagen. Haben wir jemanden, der in South Downs diesen Hit durchziehen kann? Na klar, bin gleich da. Verdammt, schieb dir das in den Ausbruch! Du hast zu viele falsche Entscheidungen getroffen! Kopf raus, kleine Säschen! Ah, fantastisch! So, der Laden ist auch mal kurz ab. Jetzt tut dich der Teufel, du Wichser! Hab ich noch nie gesehen. Der ist irgendwo da hinten weg, oder? Ach, der ist hier drin, okay. Verdammt, ich hab ihn getroffen!
Ach, die gehen direkt gegenüber rein. Oh, das ist aber nett, dass wir das auch direkt mitnehmen. So. Alles mitnehmen, was ich hier unten versteckt. Zack, zack, zack. Fehlt nämlich jetzt nicht mehr da. 1000 Dollar noch. Da haben wir noch zweimal Geld. Gut. Uiuiui. 1500 Dollar, ja, haben oder nicht haben, ne? Ich schieb die Kohle in der Luft. Die gehen. Verziehen die sich oder gerade? Die gehen da vorne rein, okay. Verschwindet hier! So. Aber ich würde sagen, den letzten Teil machen wir dann im nächsten Part. Tschüss.